Was ist das? Oh nee. Was ist das denn für ein Dude? Der saugt mich an, glaube ich, ne? Ich glaube, ich sollte mal speichern, bevor wir da weiterlaufen jetzt. Was ist das denn jetzt für ein Dude? Den vielleicht mit Feuerpfeil eventuell oder mit Boomerang? Ah, der ist dann wieder... Der Boomerang ist dann wieder verschwunden, ne? Wir versuchen uns ranzuschleichen. Oder wir schmeißen einfach das Ding dahin. Vielleicht geht das. Oder die Bombe. Ja, sicher. Vielleicht können wir die Bombe werfen. Oh. Ein Smaragd. Oh, hast du das gesehen, Alter? Das war eine richtig gute Idee. Das hat ja super funktioniert. Weißt du, wie ich meine? Wir gucken noch mal kurz unter die Steine. Vielleicht haben wir hier noch irgendwie... Ah, eine Ausdauerschrecke. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nur Daka, grüß dich, hi. Vielen Dank für den Follow, herzlich willkommen, mein Lieber. Oder meine Liebe, weiß es nicht. Da war jetzt nichts drunter. Hier ist der epische Turm. Hinten ist ein Wolf. Oh, der ist aber sehr hoch, ne? Also da müssen wir von oben ran irgendwie. Das schaffen wir von hier aus gar nicht, da hoch zu klettern. So, wie, der ist nicht down. Ist der nicht One-Hit? Ah, das ist natürlich schlecht. Mahlzeit! Ne, Lieber ist es. Sehr gut. Sehr gut. Hervorragend. Ja, dann herzlich willkommen, mein Lieber. Hier haben wir auch noch irgendwie was Cooles. So. Mach mal kurz weg. Ah, ohne Melone! Nimm die Melone! Nee, es ist eine Palmfrucht. Es war gar keine Melone. Oh nein! Aber jetzt ist er aber down. Und da vorne... Schon wieder so ein Knubbelpups, ne? Was ist das denn? Luxuswild und Edelwild. Beide zusammen. Voll gut. So, geh in die Hocke, Link. Geh in die Hocke. Der sieht auch sehr groß und mächtig aus. Soll ich nochmal... Ah, ich bin so ein Schisser, ne? Ich muss nochmal... Es tut mir leid. Ich muss nochmal speichern. Hütchen ist aus dem TK geholt. Habe ich auch gemacht heute. Wie gesagt, heute gibt es Tomka. Tomka irgendwas. Jung Guy oder so. Hallo, Epster. Naja, das ist wieder so ein großer, ne? Warte immer noch darauf, dass die guten Leute vom Vodafone mein Internet installieren. Bis dahin sporadisch high. Alter, wie lange dauert das, Apps, da bei dir? Das gibt's doch gar nicht. Wie ist da Monster oder was? Ja, da. Nur mit Pumps, du bist jetzt ein Monster, so sieht's aus. Okay, Leute, wir müssen ran. Ist aber ein kleiner, oder? Oh, der ist runtergefallen. Naja, immerhin. Da kommt er auf jeden Fall jetzt nicht mehr so schnell hier hoch. Das ist gut. Oh boy, guck mal. Das sind ganz viele Heuschrecken oder sowas. Nimm doch die! Nein, falscher Knopf. Ach, egal. So, das machen wir einmal noch. Da ist bestimmt was Episches drunter. Da ist gar nichts drunter, ne? Nichts. Ja, okay. Wir gehen weiter hoch. Oh, nee, Digi, das ist schon das nächste Opfer. Ey, ich bin so froh, dass wir so viele Pfeile... Huch. Digga, was passiert hier? Ich will weiterspielen. So. Ich bin so froh, dass wir so viele Pfeile haben, ne? Ah, oh, der sieht mich doch direkt, oder? Wenn wir ganz vorsichtig sind. Vielleicht kann er gar nicht sehen. Der hat so eine große Nase. Vielleicht riecht er uns nur. Ganz vorsichtig sind. Eventuell klappt es dann, Leute. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir probieren das aus. Und. Oh. Er schnüffelt auf jeden Fall schon. Seine wunderschöne Nase hat er schon in die Luft gesteckt. Hallo Conchi, guten Morgen. Wir müssten den irgendwie von hinten runterschubsen, ne? Ich versuche mal, hinter ihn hochzuklettern. Ich weiß nicht, das hört er wahrscheinlich, ne? Aber wir sind in der First-Person-Perspektive. Okay, ich versuche hier einfach jetzt ganz vorsichtig hochzuklettern. Ja, das klappt ja sehr gut. Komm schon, Link, komm! Vielleicht hinstellen.
Er riecht schon was. Er riecht schon was, Leute. Langsam. Es ist, wie es ist. Vodafone weiß wohl selbst nicht, wie sie klarkommen. Ah, das ist natürlich doof. Ah, jetzt hat er mich gesehen, ne? Ist er runtergefallen? Nee, leider nicht. Leider ist er nicht runtergefallen. Moin, Bern. Benchkorb, grüß dich. Digga, wo bin ich denn? Oh, nee. Ich habe mich selbst gar nicht gesehen. Das ist natürlich sehr ärgerlich, aber das mit der Bombe war eine gute Idee. Nullodor, mach's gut, mein Lieber. Viel Spaß bei immer. Bei dem, was immer du auch jetzt tust, ne? Raus da rein, mein Lieber. Lass dich nicht ärgern. Und hallo, Elra Kitty. Guten Morgen. Also das hat echt nicht gut geklappt, ne? Da können wir auch direkt hinlaufen. Er sieht mich auch nicht. Also irgendwie... Vielleicht sollten wir doch von hier unten den einen Headshot nach dem anderen geben. Vielleicht ist das die bessere Strategie. Warte mal, jetzt ist er unten, ne? Hab ich mich noch gar nicht gesehen. Ah, er geht wieder hoch, scheiße. Na, jetzt fall runter. Ja, oh, easy. Gott sei Dank. So, den Fall müssen wir wieder einsammeln. Nein, 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 nein. Scheiße. Der Fall ist runtergefallen. Okay, soweit, so gut. Ich meine, unten ist jetzt natürlich jede Menge Loot, aber das kriegen wir wohl nicht hin. Boah, Alter, wie hoch wir da klettern müssen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich Ausdauertränke noch dabei habe, ne? Das ist ja jetzt die Frage. Ich glaube, da kommen noch ganz viele hässliche Kreaturen auf den Weg nach oben. Dann von da aus vielleicht rübersegeln, oder? Kann das sein? Das aber... Uff, haarig. Da ist schon der nächste. Junge, 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 Junge. Das ist aber wirklich eine schwere Strecke hier diesmal, ne? Alter. Da ist er schon. Ah, der sieht mich, ne? Okay, ich gehe näher ran. Ich habe wirklich einen Pfeilmangel wieder. Alter, auch wieder so viele. Drehen sich gleich um, glaube ich, oder? So, also hier können wir uns... Oh, nee. Da ist er schon wieder. Der hat uns gesehen, glaube ich, ne? Okay, wie machen wir das jetzt am besten, Leute? Also die Gegner sind schon echt schwer. Wir hätten uns vielleicht doch mehr Herzen holen sollen, eventuell. Also den da hinten kriegen wir mit einer Bombe. Lissy, was kann ich für dich tun? Hau raus, ich lese doch alles eigentlich, oder? Meistens zumindest. Ich nehme erstmal den kleinen hier mit der großen Lanze. Schleichen wir uns ran von hinten und dann ziehen wir den einen über. Oh, der riecht mich schon, oder? Geht nicht so einfach. Das Fass lieber nehmen. Bringt auch nichts. Wir müssen die Bombe werfen. Ah, warum geht das nicht? Irgendwas ist hinter uns, glaube ich. Wo wohnt ihr in der Hamburger Ecke? Ich fahre zu 99% im Januar nach Hamburg. Ach was. Hast du gesehen? Sehr gut. Der war ganz neugierig. Ganz im Norden von Hamburg. Ganz, ganz oben. Ich habe immer gesagt, du sollst Herz nehmen. Jetzt hör auf, Plaschi. Hast du nie gesagt. Du hast immer gesagt, ich soll diesen hässlichen Ausdauercontainer nehmen. Das hat ja gut geklappt. Oh nein! Ich habe mich selbst weggeballert. Hör doch auf! Oh nee, jetzt sind die Kisten auch weg. Ja, jetzt gibt's einen epischen Kampf. Das war's, Leute. Das war's. Läuft bei dir. Das war's. Das schaffen wir nicht. Leg doch das Ding dahin! Oh, Scheißendreck, Scheißendreck, Scheißendreck. Falsche Richtung.
Ah, jetzt rennt er weg. Okay, okay. Also einen haben wir schon mal erledigt. Sehr gut, sehr gut. Ja klar, können wir machen das hier auf jeden Fall, wenn du Bock hast. Natürlich, Käffchen oder so. Ich meine, okay, im Januar ist natürlich... Weiß nicht, ob dann überhaupt noch was offen hat. Bist du denn schon geimpft und so, Lissi? Weil ansonsten kommst du wahrscheinlich nirgendwo rein, ne? Aber ansonsten, klar, gerne auf jeden Fall. Ich esse mal hier ein bisschen Gemüse, Leute. Was war das denn für eine Wunderrübe? Eine Maxi-Rübe, ah. Apropos Maxi-Rübe, vielleicht müssen wir hier mal schärfere Geschütze auffahren, ne? Zum Beispiel ein bisschen mehr Rüstung nehmen. Da können wir auch in den Nahkampf gehen, oder? Zwei Rüstung für 3 Minuten. Ja, das hört sich nach viel an. Hey, Ben! Ben, das gibt's doch gar nicht. Dankeschön! Oh, ist das nett von dir. Vielen Dank. Oh, ich habe Abwehr jetzt geskillt. Ich hau jetzt mit allem Traum, was ich finde. Oh, sehr gut. Der Typ da hinten, der hat mir gut geholfen. Ah ja, jetzt versteckt er sich, ne? Jetzt versteckt er sich. Vielen Dank, Ben. Das ist nett von dir. Dankeschön. An Lissi, Tja, wie machen wir das jetzt? Ach, guck mal, da oben. Sehr gut. Ist er jetzt dann? Nee, natürlich nicht. Ah, wir müssen wieder die Bombe werfen. So. Eieieiei. Also, ich muss wirklich sagen, also, ich habe mich ja schon viel mit Zelda beschäftigt, aber kämpfen kann ich immer noch nicht. Eine Röstpalmfrucht. Also das mit Kämpfen habe ich leider immer noch nicht raus. Hier ist noch eine alte Kiste. Die machen wir mal auf. Ich bin geimpft, entwurmt und geschippt. Sehr gut, Lissi. Sehr gut. Ja, da kann ja nichts schief gehen. So, ich lege hier nochmal ein Bömmchen hin. So. Ja, ich meine, hier war so viel explosives Material. Ne? Da hätten wir das bestimmt auch anders lösen können. Hier, diese Aufgabe. So, was haben wir hier noch? Oh, lala, ein geröstetes... Ein Apfel, ein Röstapfel, ja sicher. So, jetzt natürlich die Frage, wir könnten da jetzt rüber segeln, aber ich befürchte, es reicht einfach nicht aus. Oder? Wir müssten von da, genau, siehst du das? Von da müssen wir hinsegeln, wir müssen weiter hoch. Hier geht's auch weiter hoch. Sehr gut, sehr gut. Guck mal, einmal kurz unter die Steine, man weiß ja nie, was da drunter ist. Guck mal hier, blauer Rubin, na klar. Boah, easy. Tollwut. Ich hatte mal eine Tollwutimpfung. Früher damals, als es die Tollwut noch gab. Aber schon lange, lange her, ne? Oh, hier ist ein Wolfsrudel. Es ist wieder Zeit zu speichern, Leute. Es tut mir wirklich leid, aber... Ich verrecke sonst ständig hier. Das ist nicht gut sonst. Das hat ja gut geklappt. Okay, da ist schon ein Fleisch fertig. Sehr schön. Warum brettert denn das Ding immer hier runter? So. Ja, ja, die Wölfe hauen ab, ne? Die sind jetzt ein bisschen... Haben ein bisschen Angst. Oh, wie viele Kisten hier auch... Ist das eine Kiste? Nee. Oh, lol! Was ist das denn? Das ist doch fake. Der hat die Kiste auf dem Kopf. Was ist das denn für einer? Der alte Rüpel. Digga, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet. Was stimmt denn nicht mit ihm? Wo ist der jetzt hin? Wo ist meine Kiste? Ach, scheiße. Meinst du, der kommt nochmal wieder? Weil das ein Hang ist. Ja gut, das kann natürlich sein. Tja, wie machen wir das am besten? Da oben ist ein Stein. Wenn ich das jetzt dieser komische Kistendude von hinten kommt... Würde er ja gerne einfach so, weißt du? Easy! Und den machen wir so nackig. Oh, wir brauchen noch ein anderes Schwert. Hier, das hier. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also das ging jetzt zum Glück. Ich glaube, das Spiel weiß schon, dass wir schon relativ am Ende sind mit den Nerven hier. So. Da rollt ja alles runter. Das gibt's doch gar nicht. Oh, das haben wir auch mal kaputt gemacht hier.
Oh, das einsammeln. Ach, das ist dieser Stock nur gewesen. Scheiße, das war so eine plumpe Waffe, die man nicht gebrauchen kann. Wir sollten das... Ja, das ist natürlich jetzt... Das ist jetzt natürlich... Das ist jetzt natürlich ganz doof. Warum sitzt denn da noch einer? Wie viel sind das denn, Leute? Das gibt's doch nicht. Okay, wir versuchen irgendwie noch uns da hochzuarbeiten. Meine Herren, irgendjemand spezielle Tipps, wie wir das besser lösen können? Oder mache ich das schon ganz gut so? Haut's mal in den Chat. Und solange ich noch im Hotel arbeite, versuche ich meine Personalrate zu bekommen. Ich will mich halt noch mit jemandem treffen. Ja, so sieht's aus. Das ist vernünftig. Immer schön impfen lassen, Freunde. Die meisten sind ja geimpft, ne? Nur ganz wenige noch nicht. Passend zur Weihnachtszeit, ein leckerer Röstapfel. So. Speichert haben wir. Ich werde es mal anders versuchen diesmal. Ich werde mich ranschleichen. Ah, ist natürlich wieder... Ich glaube, der sieht mich, oder? Egal, wir müssen es ausprobieren, Leute. Übrigens, die ganze Woche wird Zelda geben. Ich habe beschlossen, dieses Spiel jetzt endlich durchzuspielen. In manchen Einkaufszentren nur da gar impfen die eigentlich auch. Also bei uns in Hamburg zum Beispiel, da gibt es dieses AEZ, Alster Einkaufszentrum oder so. Alster Tal Einkaufszentrum. Alter, wenn ich denen einfach die Waffe wegnehme, ne? Scheiße, jetzt haben die Wölfe mich natürlich gesehen. Das ist natürlich ganz doof. Digga, was ist denn hier? Wo läuft er denn lang? Pass auf, wir machen mal Folgendes. Ich werde erstmal, ich habe so viele alte Waffen, die muss ich erstmal wegschmeißen wieder, ne? So, zum Beispiel, habe ich gar nicht. Ich kann die direkt einstecken. Ja, das ist gut. Pass auf, wir klauen denen die Waffe, dann legen wir eine Bombe dahin. Und dann fliegt er hoffentlich runter, ne? Wir müssen sehr leise sein. Oder wir machen einfach Finisher-Move. Da könnte der auch schon runterfallen, eventuell. Wichtig ist, dass wir die Waffe wegnehmen, bevor er es checkt. Alter, One-Hit! Mit dem epischen Schwert! Nice! Nein, das Herz! Nein! Oh, Mann! Zünde das mal. So. Dann ist der Stein schon mal weg. Und die Wölfe sind noch irgendwo. Die Wölfe sind noch irgendwo. Okay, okay. Viele Gerüste. Wahrscheinlich sind da oben auch noch irgendwelche Dudes, aber wir sind schon... Weißt du, ich wollte ja mal eben schnell auf den Turm, um danach zu dieser komischen Stadt zu laufen, aber nein. Ich habe gewusst, dass das wieder so ein Hack-Mack wird hier. Da können wir eigentlich super rüberfliegen von hier aus, aber... Oh, scheiße. Aber lass uns noch mal gucken, was hier noch in der Base abgeht. So, alles klar. Die sind alle besiegt. Ich weiß nicht, ob ich so viele Knochen brauche, ehrlich gesagt. Aber ich nehme sie trotzdem alle mit. Außer diese Arme. Die brauche ich nur wirklich nicht. Was ist das? Oh, eine Stachelmobkeule. 26er, 27er. Sehr gut. Oh, boy. Richtig gute Sachen haben wir gefunden hier. So, was ist hier los? Kann ich das eigentlich auch kaputt machen? Das ist natürlich, das geht auf die Haltbarkeit meines Schwertes. Also vielleicht doch nicht so gut. Was ist das hier für eine Konstruktion, ne? Was ist das für eine Konstruktion? Ich hol mal kurz die Pilze da hinten. Zitterling. Sieht mir alles sehr, sehr merkwürdig aus. Ich werde nochmal höher gehen. Und hier oben kannst du besser auf den Turm, glaube ich, noch drauf fliegen als von da unten, oder? Kann man die Items kaufen? Ja, man kann Items kaufen, aber die müssen... Oh nein! Die müssen natürlich im Shop verfügbar sein. Ja, zum Beispiel Pfeile. Ich habe 50 Pfeile gekauft zum Beispiel, aber... Pff, die haben nicht... Also die haben schon gereicht, aber jetzt ist auch langsam knapp mit den Pfeilen, ne? Das ist das Problem. Die Bomben, die habe ich immer. Die habe ich standardmäßig immer dabei. Da habe ich unendlich viele, wie ich möchte.
Alles klar, Lissi. Ja, ey, melde dich auf jeden Fall vorher nochmal. Wann genau du da bist in Hamburg? Was machst du denn überhaupt in Hamburg? Was ist das hier alles? Ich höre hier irgendwas grunzen, aber frag mich nicht, was. Komme ich denn da hoch, sag mal? Irgendwas grunzt da rum. Ich muss nochmal speichern hier. Ah, ich weiß, es tut mir leid, aber... Ich bin speichersüchtig. So, klettern einfach hier hoch. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Das ist natürlich jetzt... Ja, vielleicht kommen wir da durch die Lücke durch. Also eigentlich müsste der Link da durchpassen. Ach, du triffst dich mit jemandem. Oh, Lissi, was geht da ab? Bist du ja sicher, dass du da noch Zeit für uns findest, wenn du im Liebeswahn bist? Ja, der hat mich jetzt natürlich gesehen. Ne? Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Nein! Oh, scheiße. Das hat mich eher zerrissen. Nicht runterfallen, Link! Nein! Oh, hast du das gesehen? Kommt der auch runter? Nee. Der ist oben geblieben. Also, absoluter Profi bin ich, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, klar. Ich bin gar nicht im Liebeswahn. Natürlich, natürlich, Lissi. Na, klaro. Heilen, jupp. Mach ich gleich. Erstmal wieder rankommen auf den Meter. Ja, anders kommen wir da nicht hoch, ne? Also irgendwie... Sag mal, das war nichts. Ja, wenn wir von weiter hinten hochkommen könnten, so von hier aus. Ja, da ist auch noch eine Lücke. Dann könnten wir eventuell mit ganz viel Glück... Alter, Digga, was war das denn jetzt? Da ist er abgerutscht. Dann könnten wir uns so ein bisschen mehr vorbereiten da hinten, ne? Guck mal, der sieht uns gar nicht. Der schläft nämlich. Der kleine Lümmel. Dann kriegen wir es vielleicht auch hin, ohne uns zu heilen. Aber wir sollten sowieso, wir sollten was essen. Wir sollten irgendwas essen. Wir essen Dampfpilze, sind sehr lecker. Rezept von der Urgroßmutter von Link. Nom, 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 nom. Könnte uns auch vorbeischleichen und den einfach ignorieren, aber... Love this game, hey Jan! Link. Scheiße, das hat er gehört. Hat er mich gesehen? Nein! Wie das denn? Ich war doch so getarnt eigentlich. Ich war doch eigentlich so übel getarnt. Also die Bomben bringen aber nicht so viel, ne? Dafür, dass ich die Ultra Plus Plus Bombe habe, bringt das gar nichts mit dieser Bombe. Wenn er schläft, One Hit, ja. Er ist schon wieder weggegangen. Vielleicht legt er sich gleich wieder schlafen, ne? Vielleicht legt er sich jetzt gleich wieder schlafen. Doch hat er mich nicht gesehen. Alles ist gut, Leute. Alles ist gut. Ich bewege Link. Alles ist gut. Hin, es ist spät. Meinst du, ich schaffe den One-Hit? Jetzt auf jeden Fall im Traumland. Damit geht's jetzt ein bisschen. Oh, er lebt noch. Er lebt noch. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot. Eieieiei. Meine Herren. Boah, 45er Mobkeule.
Warum kann ich die nicht mitnehmen? Moment mal, 45. Weißt du, wie krass das ist? Das ist die stärkste Waffe, die ich jemals gesehen habe hier in diesem Spiel. Hier können wir das wegschmeißen. Das ist sowieso fast kaputt. Das schmeißen wir weg. Hallo, weg, wegwerfen. Alles wegwerfen. Komm, das Schwert behalten wir noch. Das Schwert behalten wir noch. Epische Mobkeule, voll gut. Voll gut. So. Und jetzt können wir nämlich von hier oben ganz bequem auf den neuen Turm drauf segeln, nämlich. Hier ist noch eine Feuerstelle. Hier könnte man noch mal schlafen, eventuell. Ja, na klar, ein neutrales Treffen. Ich weiß, wie sowas endet. Ich weiß, wie sowas endet, Lizzie. Wünsche auf jeden Fall viel Glück. Ja, viel Erfolg euch beiden. Auf das die Liebe erblüht. Oh Gott, Alter, ich höre mich an wie so ein... wie heißen die denn? Ich höre doch hier irgendjemand mit einer Mundharmonika. Ich schenke dir meine ganze Liebe. Okay, wir werden jetzt rüberfliegen. Ich werde auf jeden Fall vorher nochmal speichern, Leute. Ich höre irgendjemanden mit einer Mundharmonika. Habt ihr das gehört? Das hört ihr doch auch, oder nicht? Ist der auf dem Turm drauf? Natürlich. Der kommt ja immer näher. Gerudo-Turm! Der ist auf dem Turm drauf, glaube ich. Ja, mach das, Lissy. Wollte ich nicht abhalten. Mal mit unseren übersinnlichen Fähigkeiten. Wir haben jetzt hier so viel Stamina, können wir hier direkt hochhüpfen. So. Einmal auf. Aufladen hier. So. Weiter geht's. Gut, dass wir Ausdauer geskillt haben, ne? Können wir relativ schnell hoch hier. Wo ist er denn? Ach, da vorne steht er. So, ich muss erstmal ganz kurz hier. Den Turm aufdecken. Schikrastein erkannt. Stimmt, das ist ein Akkordeon. Das hört sich fast an wie eine Mundharmonika, oder? Jetzt mal ehrlich. Dann reden wir natürlich auch mit ihm, den kleinen Lümmel. Datenübertragung beginnt. Sehr gut. Jetzt kommt die Karte nämlich drauf aufs Handy. Schön. Und da ist jetzt vielleicht auch eine Stadt eingezeichnet, oder? Nee. Boah, aber großes Wüstengebiet hier. Guckt dir das mal an. Oho. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. So, ich rede mal mit dem. Der hat bestimmt eine Quest für mich, oder? Der Klang ist komplett anders, okay? Kashiwa! Oh. Muss ich wieder ein Lied singen jetzt? Oh. Verzeih mir, ich war ganz in dieses Lied vertieft. Mein seliger Meister hat es einst verfasst. Es ist für den Helden bestimmt, der die große Verehrung bekämpfen wird, die vor 100 Jahren unser Land zerstört hat. Aber in all diesen 100 Jahren hat sich uns kein Held gezeigt. Dabei glaubte ich, mein Meister ganz, fest daran. Ich übe das Lied jeden Tag in der Hoffnung, dass eines Tages der Held meinen Worten lauschen wird. Oh, Verzeihung. Ich rede und rede wieder. Auch diese Gegend hier wird ein Lied, wird ein Lied überliefert, in dem ein Held sich Prüfungen stellt und sie überwindet. Möchtest du das Lied hören? Ja.